Dass er scheiße findet, so wie immer. Kirsche Wolf. Ist halt irgendwie was Besonderes. Ja, halt immer das. So. Naja, oder auch sonst so. Ich habe, wie gesagt. Jetzt immer noch. Er weiß selber, dass das scheiße ist. Was? Die Situation. Hm. Ja. Ja, also es ist eigentlich das Gleiche, was ich dir schon gesagt habe. Der kann jetzt auch nicht 24 Stunden mit dir an der Mauer hängen. Ne? Habe ich dir aber auch gesagt, ja, das, ne? Verlange ich doch gar nicht. Ja, aber genau das Gleiche hat er auch gesagt. Meinte, können wir es nicht machen. Sagt er, meinst, ja, habe ich nur meinen dezenten Hinweis gegeben. Und dann war es gut. Ja, ich will auch nicht, dass es gezwungen kommt, weil ich merke erst richtig, ja, wenn wir immer wieder alle hier zusammensitzen, wir haben überhaupt kein Gesprächsthema. Wir schweigen uns ja nur an. Na gut, habt ihr sonst immer eins gehabt? Immer? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber irgendwas haben wir immer geredet. Wir, ne? Ja gut, aber guck mal, überleg mal, was das für Zeiten waren. Da hat man sich auch noch viel zu erzählen am Anfang. Ja, aber ey, jetzt quatschen alle anderen auch miteinander, weil ich merke, ich habe irgendwie nichts aus meinem Leben zu erzählen. So, ne? So. Gibt es denn da irgendwas? Da hat sogar Caro mir zu erzählen als ich. Hey, komm her. Ja, wieso das denn? Das war deine Story. Deine Story, die mit dem See da, mit dem Einhandtuch und so, die hast du ja schon mal erzählt, gell, aber ich sag mal. Das ist die einzige. Ja gut, aber erstmal ist es ja immer so eine Sache, was du überhaupt erzählen möchtest. Und mein Gott, wenn du mit 20 Jahren noch nicht viel erlebt hast, das Leben geht nicht nur 25 Jahre lang. Ne? Mhm. Deswegen. Aber was sind denn so, weißt du, das ist so, wie ich in der allerersten Woche hier gesagt habe, falls ich noch daran erinnern kann. Kannst ihr redet über Themen und ich kann da einfach nicht mitreden, zum Teil. Hast du gesagt, ja. Ja gut, aber... Oder auch teilweise diese Verarschen von Adrian kam. Oh, ja, Entschuldigung, so und hast du nicht gesehen, ne? Aber... Ist ja halt komisch, weil da kann man nichts dran ändern. Es ist nun mal so, ne? Aber ja, ich finde es schade, weil du merkst es ja selber, wie ich immer daneben sitze und nichts dazu sagen kann, ne? Ja gut, aber jeder hat ja einen anderen Lebensstil und jeder hat in seinem Leben andere Erfahrungen schon gemacht. Und wenn du mit 20 Jahren noch nicht so Sachen erlebt hast wie manche mit 20 Jahren oder andere natürlich mit 25, 30 oder sonst wie viele Jahren, ist doch normal. Was sollst du nur erzählen? Du sollst dir nichts aus den Fingern saugen. Du kannst halt nur gewisse Sachen erzählen, aber gut. Das ist nicht schlimm, finde ich. Aber ich komme mir dann immer richtig, weil es ist ja wirklich jeden Abend, wenn wir in der Gruppe zusammen sitzen, dass ich da nicht mitreden kann. Ja gut, aber dann kannst du ja zum Beispiel Fragen stellen, wenn dich was interessiert. Und schon bist du mit dem Thema drin. Und das ist das Ding, mir hört keiner zu, wenn ich was sage, wenn ich mal eine Frage stelle. Ja gut, aber wenn du dann so... Dann, wenn ich da sitze und es ist ruhig und ich fange gerade an zu reden und mittendrin quatscht mir ein anderer zwischen, dann war es das erste Mal. Ja, da musst du aber dann energisch sein. Da darfst du nicht direkt zurückstecken. Ne? Da musst du auch dann mal... Ja, aber mit Caro, was hat denn heute? Ich hab dich unterhalten. Ja, wir haben uns heute mal im Bad so... Und hier, ja, es haben ihr wohl sehr viele Leute total die Mist erzählt, wo ich erstmal gesagt habe, wenn du ein Problem damit hast oder wenn die anderen Leute was über mich erzählen, sag ich, dann komm zu mir und klär das mit mir. Mhm. Und hab nicht einfach irgendwelche Gedanken und dann ist gut. Mhm. Ja. Ja, dann. Und jetzt meinst du Flugblatt oder was? Keine Ahnung. Was hältst du von einem? Was? Ja, okay, ja, ja. Nee, erzähl das mal. Ich weiß nicht. Ich hab's vergessen. Das ist auch so ein Thema. So, ich kann mich auch mit den Mädels über nicht große Themen unterhalten. So, du fragst die aus, Familie, Freunde, Hobbys, keine Ahnung, bla bla bla. So, und das war's. Mhm. Und dann quatschen die über irgendwelche Sachen, die mich meistens gar nicht interessieren. Ne? Ja gut, das liegt aber dann natürlich dann an dir, wenn du dich nicht für interessierst. Aber da musst du halt irgendwie gucken, dass du da irgendwie für dich Interesse kriegst. Du brauchst auch noch mit, ne? Und deswegen habe ich ja gesagt, dass ich mich hier nicht wohlfühle halt, ne, wegen so einer Sache. So, um das jetzt mal genauer zu beschreiben. Ne, weil es sind so, du kannst dich nicht mit denen unterhalten, dann sitzt du mit denen und weißt nicht, was du quatschen sollst. Und erzählst immer die eine und dieselbe Geschichte und irgendwann weißt du. Ja gut, aber es muss ja auch mehr Weg geben, dass du dich da mehr einbringen kannst. Ich meine, guck mal, wenn dich die Sachen gar nicht interessieren, das ist ja auch
Warum interessieren Sie sich nicht? Ja, weil mich das Thema langweilt, weil ich damit nichts zu tun habe draus und da nichts selber zu sagen kann. Weißt du, weil... Und es ist dieses, was ich meine mit diesen, dass ich keinen Bock mehr hier drauf habe. Es ist diese Geschichte, weil ich einfach hier mit nicht so gut, wie so, mit gar keinem Menschen richtig, ich kann mich ja wirklich nur über Sachen unterhalten, die hier drinnen passiert sind. Weil wenn ich mal was über draußen erzähle, dann gucken sie total gelangweilt oder sobald jemand anders was erzählt oder guckt da dann oder ach komm, wollen wir nicht mal an eine frische Luft gehen, sind diese beschissenen Ablenkungen immer, weißt du? Und darauf, das ist so... Ja, aber meinst du, wenn es jetzt gemischte jetzt Gruppen wieder wären, das wäre anders? Würde es dann wohl dafür? Nee, das wäre auch nicht anders. Weil überleg mal, weil im Endeffekt ist es auch das Gleiche. Dann sitzen dann noch mal drei Jungs und drei Mädels am Tisch oder irgendwo, unterhalten sich über Sachen, die mal passiert sind draußen oder über irgendwelche Geschichten von früher oder und. Weißt du, das ist im Endeffekt auch das Gleiche. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du jetzt hier schon kein Interesse mehr an verschiedenen Sachen hast. Das ist nicht nur die Woche, das geht schon ewig so. Falls es dir aufgefallen ist, habe ich ganz selten mal mich abends hier mit irgendwelchen Themen mit unterhalten. Ja, eigentlich so gut wie nie. Warst du entweder immer dabei gesessen so? Oder hast vielleicht mal mitgelacht, wenn was Witziges war? Aber jetzt groß eingebunden. Das war's. Und das, groß eingebunden hast du dich nicht. Und ich hab's mir wirklich wochenlang angeguckt. Ich habe versucht, wochenlang irgendwas zu machen, aber hat sich nichts geändert, ne? Ja gut, aber es ist doch normal, wenn jetzt 12 Leute aufeinander prallen, dass die sich Dinge erzählen, die, was sie selber schon erlebt haben. Ja, das lustige, ist klar. Ernste Dinge. Das, überleg mal, die Sachen, die hier im Haus passiert sind, die hast du ja selber gesehen oder auch schon 100-mal erzählt gekriegt. Na? Ja, es ist klar, dass die Leute sowas erzählen, aber es ist nicht klar, dass ich mich nicht bei einem Thema mit unterhalten kann. Ja gut, aber da musst du dann ein bisschen dich in den Arsch treten und vielleicht mal Interesse zeigen. Ja, vielleicht habe ich oft auf dieses ganze Projekt hier einfach keinen Bock mehr, so wie mir das scheint. Ey, Mama, komm zu. Wieso das denn? Ja, genau wegen dieses Thema gerade. Weil manche Leute, auch so blöd sich das anhört, total beschissen hört sich da langweilig mich. Da habe ich keinen Bock, mich mit denen hinzusetzen und mit denen zu unterhalten. Oder wenn dann kommen, sie erzählen immer nur über sich und immer dasselbe und immer das und das und das. Und wenn ich mal was sagen will, ja, hören sie mir kurz zu und dann lenken sie wieder auf ihr Thema ab. Ja, aber zum Beispiel heute bei dem Hula Rup da, wo die Jenny, die hatte ich doch da auch ganz, ganz direkt angesprochen. Wie ganz direkt? Ja, mit deinem Freund. Ja, weil ich selber gefragt habe, ja, dann frag mich was, sag ich, wenn du das wissen willst. Ja, sie hat aber doch die zu dir gesagt, ja, erzähl mal was über deinen Freund. Also hat sie dich doch direkt angesprochen. Oder einmal jetzt gewesen. Ja, gut, aber naja, auf jeden Fall sind das so diese direkten Sachen so, ne? Nicht im Allgemeinen, sondern einzeln. Und ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier noch Bock drauf habe, weißt du? Weil da weiß ich nämlich, draußen könnte ich sein, da habe ich meine Freunde, mit denen kann ich mich über Themen unterhalten. Wo ich auch weiß, die hören mir zu, ne? Ja. Ja, aber was, ja, die Frage ist doch jetzt, was für Themen möchtest du dich unterhalten? Wo hast du, es ist immer was interessiert dich? Es kommt auf die Situation an. Ich kann mich da jetzt nicht mit jemandem hinsetzen, der gerade, sag ich mal, Depri-Laune hat und mich dann noch über den Tod von irgendwen unterhalten, sag ich mal. Oder wenn er übrigens anfängt zu feiern, irgendeinen Müll reinquatschen, was da, ne? Das kommt immer wirklich auch auf die Menschen drauf an. Ja gut, aber trotzdem musst du ja irgendwelche Sachen haben, wo du gerne drüber sprechen möchtest. Wenn du sagst, es sind bisher, oder jetzt die letzten Wochen sind Sachen, die dich aber echt nicht mehr interessieren und dich schon langweilen.